So, hallo allerseits. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr zuschauen, zuhören wollt. Mein Name ist Jörn Jolland, ich bin für den Uwe Schölch, der Tonfuchs-Gitarren baut hier. Ich spiele erstmal was, damit ihr die hören könnt. Ich wusste gar nicht, was mich hier so ein Equipment erwartet, habe das heute Morgen immer ausprobiert. Jetzt habe ich hier viel Zeug und habe keine Ahnung, wie das hier in Kombination klingt, aber so ist es halt manchmal. Ne? Dafür habe ich ja viele mir vertraute Knöpfe, an denen ich selber rumspielen kann hier. Ich spiele erstmal was Ruhiges, wo ich so ein bisschen zeige, was die Gitarren so machen. Genau einfach so, vielleicht was zur Gitarre zuerst, ne? Das ist praktisch eine eigene Form von Uwe, eine Bulldog, der wollte so Gitarren, wo viele Klassiker einfließen, ne? Aber er hat immer so seine eigene Art, er möchte niemanden, also er möchte jetzt irgendwie nicht die 20.000. Version des Paul bauen, sondern irgendwie hat er seine eigene Vision, wie die Gitarren sein soll. Dazu sage ich später noch ein bisschen was, ich spiele einfach ein bisschen was. Thank you.
Jemand, der irgendwie nicht vorhat, irgendwie jedem zu gefallen und irgendwie das zu machen, was man gerade so macht. Und er drückt sich auch sehr gerne vor diesen ganzen Knochenleim-Diskussionen, irgendwie, die alle irgendwie scheinbar Fachleute gerade so führen müssen. Irgendwie, es gibt ja nur eine Leimsorte, die geht und ein bla bla bla. Das macht der Uwe nicht mit. Der Uwe sagt, ey, ich habe meinen Weg gefunden, wie meine Gitarren geil klingen. Ja? Und das Einzige, was zählt, ist das Resultat. Ne? Und ich finde, er hat tolle Resultate, ne? Also er steht auf kräftige Halsprofile, ne? Das ist nicht jedermanns Sache, aber viele stehen drauf und das macht auch viel von dem Sound aus. Ne? Also er hat hier eine Holzsorte aufgeschrieben, weil ich die immer vergesse. Ein ungewöhnliches Holz, das man nicht so oft sieht. Silikote ist der Hals hier, ne? Tolles Holz, ist so palisanderartig und ziemlich hartes Holz. Diese Version, das ist die Bulldog. Irgendwie seine eigene Form, sowas ähnliches, also gibt es hin und wieder, habe ich das, also ich habe diese Form hab ich noch nirgendwo gesehen, finde ich eigentlich ganz schön, mal ganz erfrischend, wenn man nicht irgendwie tausendste Strat Telecaster oder Les Paul Variante sieht. Ne? Gut, wir Gitarristen sind alle wahnsinnig konservativ, ne? Deswegen braucht man natürlich auch eine Tele und sowas, ne? Oder eine Strat, aber also ich finde, das ist immer noch so klassisch, dass man das aushalten kann. Genau, ich sage, so seine Philosophie ist auch, dass er einfach sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht also eben so dieses ganze, der Stahlstab darf auf keinen Fall in einem Gummiding stecken und man muss da auf jeden Fall nur Knochenleim nehmen, das ist alles so ein bisschen mühselig, glaube ich, für viele Gitarrenbauer, die hier sind, ne? Ich weiß nicht, wie sehr ihr vom Fach seid und wie sehr ihr euch in den Foren rumtreibt, ne? Aber da gibt es dann schon manchmal unsägliche Diskussionen über Gitarrenbau an sich, ne? Das macht der Uwe nicht mit, er möchte nicht jedem gefallen, aber was er macht, was ich super finde, ist, also er nicht nur die beste Hardware, das sagen wahrscheinlich auch viele Gitarrenbauer, ich finde das wirklich so, also ABM-Bridges. Die Pickups, die er benutzt, sind viel Lollars, Landgren und Nick Silver hat er. Das hier sind, glaube ich, jetzt Lollars, die drin sind. Der Buddy ist Corina One Piece. Ne? Das ist ein Holz, wenn ihr das wisst, also eher noch ein hell klingendes Holz. Ne? Und diese Kombination irgendwie finde ich auch sehr gelungen. Ich mache jetzt mal einen ganz clean Sound. Dann, oder
irgendwie Fragen zu dem, was ich hier mache oder zu den Gitarren habt. Was? Zum Board habe ich keine Fragen. Dann schießt auf jeden Fall los. Ne? Also ich bin hier, um eure Fragen zu beantworten. Für euch geht es, der Sound irgendwie vom Gehör dann. Inspirierte Gitarre, ne, mit dem typischen Tele-Aschenbecher und dem Schlägpickup und hier auch diesen Bedienpanel. Und die macht auch das, was und hat natürlich einen schönen P90 in der Halsposition, die macht natürlich auch genau das, was eine Tele soll. Das demonstriere ich euch auch gerade mal eben kurz. Genauso diesen Tele-Twang. Ne? Gehört nämlich an, ne? Also die macht genau das, was man von der Telecaster erwartet, so hat diesen bissigen, scharfen Telecaster-Sound. Also St. Peter-Dom ist jetzt kurz weg. Und der Halsbegab, also dieser P90, ich meine, der Uwe ist nicht der Einzige, der bei einer Telecaster einen P90 in die Halsposition setzt, ist die Waffe, finde ich.
Tele. Wir haben diese andere Tele noch, also wenn jemand unbedingt diese Teleform braucht, na, die ist auch einen sehr schönen fetten Hals, irgendwie für Leute, die so diese Beefy-Hälse mögen. Also ich finde, dass es auch sehr viel am Sound ausmacht. Ne? Der hat jetzt diesen Wide-Range-Humbucker in der Halsposition. Auch das ist ein Monster-Sound-Aggregat. Ich glaube, es ist der gleiche Stegpick auch wie der hier. Laut genug, könnt ihr mich hören? Ja. Für die Puristen, das ist natürlich nicht so telemäßig angeordnet. Es gibt so, in den 70er Jahren gab es so Teles, die auch, glaube ich, dieses Pro-Pickup, so einen Volumenregler und einen Tonregler hatten, aber es ist auch ganz, ganz sinnvoll, wenn man es mag. Es gibt ja so Puristen, die sagen, eine Tele muss man so regeln, wie es hier ist. Ne? Aber das kann man ja alles so ordnen, wenn man es so will. Das ist der Halspick, aber finde ich den Hammer oder diesen Wide Range. Also wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt von mir, ne? Also ich kann es versuchen, irgendwie die Halbwissen wohl zu täuschen und irgendwas dazu zu sagen. Ne? Warum kommt jetzt kein Strom raus?
meine Musik gehört, aber ich habe eine CD dabei, wo das Lied auch drauf ist, falls ihr das unbedingt nach Hause nehmen wollt. Ich habe noch keine einzige verkauft, nur welche verschenkt. Also ich zähle auf euch. Ne? Auch für Uwe Schöll hier, Tonfuchs-Gitarren, einen Riesenspaß gemacht. So witzige, sehr nette Menschen, irgendwie, die ich vorher auch nicht so richtig gut kannte. Ne? Kommt rüber zum Stand und schaut euch die Gitarren an, spielt sie mal an. Ohne Verstärker ist es immer sehr aussagekräftig. Ne? Aber ich will mich als Ohr dran halten. Wir sind noch nicht so richtig im Ironie-Modus. Ja. Noch einen Kaffee trinken, dann rüberkommen. Also danke fürs Zuhören.